Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's um Templates mit Parameter. Das bedeutet, wir wollen jetzt ab sofort nicht nur einfach so statische Templates wie zum Beispiel das hier machen, das hätten wir auch einfach copy-pasten können und dann hier in unserem Index einfach so angeben. Nein, wir wollen das Ganze natürlich mit Parametern versehen. Wir wollen vielleicht auch richtigen oder quasi Python-Code ausführen auf unserem Template in unserem HTML und das ist alles so ein bisschen weird natürlich, aber es ist sehr, sehr praktisch. Achtet bitte auf Folgendes. Das Ganze wird von Flask im Hintergrund gemacht, aber wenn ihr nur interessiert seid an einer API, das heißt, wenn ihr irgendwie eine API für euer Frontend, was zum Beispiel in JavaScript oder in Angular oder, keine Ahnung, in TypeScript oder sonst irgendwas ist, wenn ihr daran interessiert seid, dann müsst ihr nicht mit Templates arbeiten, dann müsst ihr nicht irgendwelche komischen Dinge hier machen, sondern dann habt ihr einfach die Möglichkeit, direkt quasi dieses, also hier einfach JSON zurückzugeben, hier ein JSON-Format zurückzugehen statt einem Template und das wird dann einfach auf der Website angezeigt und ihr könnt das dann für euer Frontend verwenden. Das heißt, ihr müsst euch nicht mit diesen Templates rumärgern, weil das manchmal schon sehr nicht gerade intuitiv ist, wenn man hier diese Website erstellt, aber ja, wie gesagt, für manche Fälle ist es auch toll, wenn man zum Beispiel direkt in Python seine Website programmieren kann sozusagen. Ja, und das machen wir jetzt hier erstmal. Also ihr könnt natürlich in dieser Index.html auch einfach CSS inkluden oder sonst irgendwas. Also ihr könnt das alles so machen, wie ihr wollt. Und ja, jetzt wollen wir hier einen neuen Parameter definieren. Und dazu nehmen wir irgendeinen Fantasienamen. Genau, Fantasie. Okay, wir sagen einfach nur Fantasie dazu. Ist gleich. Und jetzt geben wir hier irgendwie geile Tutorials an. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist jetzt einfach nur irgendwas gewesen. Also ihr könnt hier benutzen, was ihr wollt. Ihr müsst euch nur merken, was ihr hier verwendet habt. Ja, im Endeffekt ist es eine Variable, die ihr hier an die HTML übergebt. Und die wird dann eben mitgerendert. Aber wie wird sie mitgerendert? Naja, das könnt ihr quasi bestimmen. Und das macht ihr hier einfach drin. Ihr könnt hier angeben, zum Beispiel H1, also ein ganz normales Headline-Tag-Dingens, ganz normales HTML, aber jetzt wollen wir diese Variable verwenden und dazu sagen wir hier zweimal geschweifte Klammer auf Fantasie und zweimal geschweifte Klammer zu. So, achtet bitte darauf, dass natürlich hier nicht geile Tutorials irgendwie was Statisches sein muss, sondern ihr könnt das zur Laufzeit berechnen, aus einer Datenbank auslesen, ihr könnt damit alles machen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht hier einfach fest geile Tutorials reinschreiben, sondern das ist einfach nur ein stinknormaler String und den könnt ihr so verwenden, wie ihr auch oder so generieren, wie auch immer ihr das machen wollt. Das ist ganz normaler Python-Code hier, den ihr habt. Und ja, da kann man natürlich auch einiges damit machen. Okay, Fantasie. Gut, wie sieht das Ganze jetzt hier erstmal aus? Wir sind hier noch im Login, das heißt, wenn wir hier sind, aktualisiere ich das Ganze mal und hier steht plötzlich geile Tutorials. Aber ich muss mein HTML überhaupt nicht mehr anfassen, sondern ich kann hier einfach zum Beispiel schreiben, 3 Ausrufezeichen und dann muss ich nur neu laden und plötzlich sind diese 3 Ausrufezeichen da. Das heißt, ihr müsst in eurem HTML nichts ändern, das wird einfach hier automatisch eingesetzt. Und das funktioniert natürlich mit jedem Parameter, den ihr hier angibt. Also ihr könnt hier so viele Parameter angeben, wie ihr wollt und könnt die dann alle hier drin verwenden. Logischerweise hier den Namen von den Parametern einfach verwenden. Und das ist ziemlich nützlich, denn ja, das kann man schon ganz gerne mal verwenden. So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt können wir nämlich auch noch richtigen oder in Anführungsstrichen richtigen Python-Code ausführen hier drauf. Und zwar können wir hier sagen, wenn unser Parameter gesetzt wurde, dann wollen wir das angeben, ansonsten eben nicht. Also zum Beispiel Prozent if Fantasie, also wenn dieser Parameter sozusagen existiert, dann wieder Prozent und geschweifte Klammer zu. Und das ist jetzt sozusagen für Anweisungen, die erfüllt sein müssen. Ansonsten, also wieder eine Anweisung, das heißt Prozent else, Prozent und dann else, wieder Prozent und geschweifte Klammer zu. Dann wollen wir was anderes ausgeben. H1. Was wollen wir denn dann ausgeben? Yay. Oder auch nicht. Yay. Ey, stopp. Das war nicht der Plan. Ja, und wenn wir das jetzt aktualisieren, dann wird hier natürlich... Ich habe was Entscheidendes vergessen, was man in Python natürlich normalerweise nicht braucht. Aber hier in diesem, ja, in dieser Pseudo-Programmiersprache hier drin braucht man das. Und zwar müssen wir hier noch definieren, wann denn eigentlich if zu Ende ist. Also end if am Ende schreiben. Warum müssen wir das machen? Naja, Flask interpretiert das ganze Ding und jetzt ist es natürlich
möglich, dass ihr die Einrückung nicht beachtet. Das heißt, ihr müsst in HTML nicht irgendwelche Einrückungen beachten. Das ist völlig absurd, das muss man nie machen. Problem ist, in Python sagt die Einrückung, hier ist das else zu Ende. Hier weiß ich aber nicht, wie weit denn das else geht. Wenn das else jetzt bis hier unten geht, dann wird mir mein komplettes Formular nicht angezeigt und ich weiß ja anhand der Einrückung einfach nicht, wann mein else zu Ende ist. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall ein end if angeben. So, das heißt, wenn ich jetzt hier aktualisiere, klar, steht immer noch geile Tutorials da, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier das hier lösche, weil ich den Parameter einfach zum Beispiel vergessen habe anzugeben, dann funktioniert die Seite trotzdem noch und es wird mir yay angezeigt. Wenn ich allerdings dieses if nicht habe, das heißt, ich mache das hier nochmal kurz raus und nicht überprüfe, ob ich diesen Parameter drin habe, dann, okay, ich habe ihn natürlich drin, upsala, ja, so sollte es natürlich sein, dann passiert, also wird es halt einfach gar nicht ausgegeben. Also die Seite an sich funktioniert schon, aber das Problem ist natürlich hier, ich weiß nicht genau, ob es ausgegeben wird oder nicht und manchmal verzieht das dann das komplette Layout und alles drum und dran. Deswegen ist es hier sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach immer diese Überprüfung drin hat. Zum Beispiel hätte ich jetzt hier eben nur eine Überschrift ganz gerne und genau eine Überschrift, damit eben mein Layout von mir aus passt. Also in dem Fall ist es natürlich relativ schwachsinnig, weil ich kein großes Layout hier habe, aber aber ja, in manchen Fällen ist das sehr, sehr wichtig. Und ja, in dem Fall funktioniert es jetzt so ganz gut. Witzig ist allerdings auch, dass wir hier jetzt irgendwelche Überprüfungen machen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen anderen Parameter habe, sagen wir mal Param dazu. Param ist gleich 50, eine ganz normale Zahl zum Beispiel. Und ich kann hier sagen, if Param größer 50, das geht natürlich dann auch, dann habe ich hier plötzlich keine geile Tutorials mehr stehen, weil natürlich Param ist genau 50 und nicht größer als 50. Wenn ich aber hier größer als 49 zum Beispiel schreibe, dann steht hier wieder geile Tutorials. Also wir können hier auch ganz normale Ifs verwenden, nur wir müssen halt aufpassen, dass wir dieses End-If hier angeben und ja, ansonsten funktioniert das wunderbar. Ihr könnt hier aber ansonsten wirklich ganz normalen Python-Code ausführen. Also ihr könnt auch irgendwie Vorschleifen verwenden, ihr könnt Funktionen verwenden, also zum Beispiel Iter-Tools oder ja irgendwelche, keine Ahnung, Vorschleifen mit irgendwelchen anderen Parametern. Ihr könnt ja Dictionaries übergeben an eure HTML und da durch iterieren. Das ist alles absolut kein Problem. Und wenn ihr einfach gerade mal kein Python in der Variante verwenden wollt, sondern halt HTML ausgeben wollt, dann schreibt ihr Prozent geschweifte Klammer und dann gebt ihr halt quasi einfach das ganz normale HTML aus. Ja, geht natürlich auch in Python, kann ich genauso machen. Da muss ich dann halt immer den String ausgeben oder eben auch nicht den String ausgeben. Ihr könnt natürlich auch den String generieren von der Website mit H1 und so weiter drumrum und dann das machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr mit Templates arbeitet oder ob ihr das Ganze als String in Python zurückgebt. Das bleibt komplett euch überlassen. Okay, und ja, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.